Also optisch ist der hier sehr schön, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein Knaller. Und auch ungewöhnlich mit dem Rosmarin. Mhm. Also, ne? Aber mit dem Rosmarin schmeckt man auch schön. Mhm. Der exotische. Mhm. Ja. Mhm. Ganz anders auf jeden Fall. Geht ja jetzt so Richtung Klassik auch, wie der hier, halt ohne Speck, aber mit Gurke. Vegetarisch eben, ne? Ich möchte der Jury nochmal den Hinweis geben, dass auch die Kartoffeligkeit vielleicht ein Kriterium wäre. Also die Auswahl der Kartoffelsorte, probieren die Kartoffeln mit Kartoffelsalat. Ja, ist nicht unentscheidend für Kartoffelsalat. Ja. Festkochen sind nicht vorwiegend festkochen. Ja. Gut. Naja. Ein bisschen festere Kartoffeln. Also da ist irgendwie noch, was ist das hier, Basilikum, ne? Also ich mag die Farbkombination auch mit dem Lila von der Zwiebel und dem Grün von diesem Kraut. Das ist schön. Und nicht sehr würzig, nur so ein ganz ausgewogener. Mild. Mild, ja. Mayo, Kartoffelsalat sind ja hier in der Unterzahl, ne? Ja, ja, deutlich. Also der Fisch ist natürlich dominant. Mhm. Eher klassisch aus. Ja, wobei klassisch, ne? Also ich jetzt, der hat sein Potenzial. Ich finde eigentlich interessant, dass keiner. Bis jetzt zumindest gut Radieschen. Ja, was ja eigentlich auch so eine Zutat wäre. Ich kenne meine Mutter hat ihn nur mit Radieschen gemacht. Aber also da sind hier, ich muss hier noch was zu diesem sagen hier. Ne? Da haben wir echt gesagt, die Kartoffel etwas zu groß. Und er hat viel Potenzial, dieser Salat. Doch, schöpft es nicht aus. Eine schöne Schärfe. Aus der Zwiebel kommt. Schön wieder der Essig. Ne? Wir werden jetzt die Bewertung hier auf die Rückseite von kleinen Post-its machen und die dann hier dran packen. Auf dem dritten Platz ist der Teller Nummer 2. Erstmal in Form von Applaus. Vielleicht noch mal ein Jury-Statement zum Teller Nummer 2. Also, möchtet ihr was sagen zuerst? Oder? Die Laudatio. Also ich finde, er besticht auf jeden Fall schon mal durch seine wirklich ungewöhnlichen Zutaten. Ich glaube, bei mir gab es auf jeden Fall einen Abzug, weil er ein bisschen trocken war, aber diese Kombination mit Pfeffer und Rosmarin, die war schon sehr delikat. Also er war optisch einer der besten, wenn nicht der beste meines Erachtens. Und auch der Komplementärkontrast zwischen dem roten Pfeffer und dem grünen Rosmarin, sehr schön. Und hat sich so zurückgehalten mit dem Essig und der Würze und hat sich einfach auch so mehr in diese Gewürze fallen lassen, den Pfeffer und den Rosmarin. Und das hat sehr gut funktioniert. Das war jetzt kein Salat, der einen erschlägt mit Dinger und dem typischen Kartoffelsalat, sondern das war sowas anderes. Und das war eine schöne Komposition. Für mich lief der unter dem Label der Exotische, weil das Rosmarin ist generell der Knaller, also das hat mich wirklich überzeugt. Ansonsten gibt es ja neben der doch sehr schönen Pfeffernote nichts weiter zu sagen, finde ich. Also da ist nichts falsch, aber so der allerletzte Kniff, das hat noch ein bisschen gefehlt, aber ist auch ein guten Weg, würde ich sagen. Der zweite Platz ist hier der Teller Nummer 7. Vielleicht möchte sich da auch jemand outen, wer den gemacht hat. Ja. 24 Punkte, zweiter Platz, falls ich gerade Dritter gesagt haben sollte. Doch, hier ist, warten wir mit Spannung nochmal das Endergebnis von der Jury, also den Endkommentar. Das war einer dieser Salate, wo ich gleich weiter essen wollte, weil der so gut geschmeckt hat. Sehr schön, also sehr schön feucht.
Und optisch auch einwandfrei. Jetzt nicht, also jetzt, ich meine jetzt nicht optisch nichts total Aufregendes, aber halt, also hatte so eine gewisse Sophistication, würde ich sagen. Und war einfach ein sehr schöner Kartoffelsalat. Also ich finde, er ist vor allen Dingen sehr cremig. Genau, und das hat gut funktioniert. Das ist das absolute Adjektiv für diesen, cremig ist er und dabei aber nicht schwer, sondern trotzdem leicht, frühlingshaft. Ja. Bisschen Salz hätte mir persönlich jetzt noch gefehlt, aber ansonsten sehr, sehr fein. Lief bei mir auch unter der cremige. Mischung aus saurer Sahne und süßer Sahne. Rundum überzeugt. Ja, Matthias fängt jetzt mal an, also hier bei der, beim Preis, beim Siegersalat. Überhaupt, da müssen wir jetzt auch nochmal, glaube ich, die Macherin oder den Macher auf die Bühne hier. Oh. Das war der erste, den wir probiert haben und hat gleich reingehauen. Also, ich weiß gar nicht. Also optisch hat er mich nicht total überzeugt, aber er hat es dann geschmacklich mehr als wettgemacht und das ist letztendlich das, was zählt. Also für mich liegt der unter der Würzige, weil er mit Abstand der am besten gewürzteste war und ich glaube, das war das, was letztendlich ausschlaggebend war für meine Bewertung. Ja, der hat einfach am besten geschmeckt. Auch also jetzt optisch auch jetzt nicht so mein Ding, deswegen halt gab es auch keine 10 Punkte. Aber ein super ausgewogener, also auch ganz klassischer Kartoffelsalat. Also, ja. Und wunderbar, also in Konsistenz und Geschmack sehr schön. Dieser Preis ist zusammen von Emily Claire Völker und mir eigens ausgewählt worden. Wir haben uns da sehr lange Gedanken drüber gemacht, was am besten zu Kartoffelsalat passt, beziehungsweise Erdäpfelsalat, weil wir natürlich auch unsere österreichischen Nachbarn gerne in diesen Wettbewerb mit einbeziehen wollen. Diesen Preis würde ich jetzt gerne überreichen, und zwar an die Gewinnerin. Danke. Carla Höss, herzlichen Glückwunsch. Ich bin ganz aufgeregt. Danke. Es ist ein klassischer badischer Kartoffelsalat. Geht auch ohne Speck. Also das Geheimnis besteht darin, dass man sich ganz viele Rezepte über badischen Kartoffelsalat durchliest und dann die besten Sachen jeweils daraus adaptiert. Natürlich, es passt sehr gut. Ein Buch. Kein Kartoffelsalat ohne Katzenhaare.